angemeldet und daher jetzt schon im Vorhinein die Bitte, bitte sich kurz zu halten, damit wir auch die, oder nicht zu lange in die Mittagspause hineinkommen, dass wir das Programm vielleicht doch bis 12 Uhr oder ein bisschen danach über die Runden bringen. Denn wir haben heuer noch einen dritten Punkt vor 14 Uhr, einen dritten Stein, den wir enthüllen werden, vorne unten am Platz vor der Volksschule und vor der Kirche. Und so gesehen bitte ich die Autoren kurz zu halten. Das Programm ist ja wie alle Jahr ähnlich. Autoren lesen in Blöcken, dazwischen gibt es Gesang und dann wieder ein Block und dazwischen hören wir dann Musik. Und da darf ich als Ersten jetzt begrüßen unseren Bürgermeister, Diplom-Ingenieur Franz Sauitzer. Herzlich willkommen, dass du alle Jahre bei uns mit dabei bist. Dann mit dem gemischten Chor oder mit dem MGV Geselligkeit Meißelding unter dem Chorleiter Herbert Eberharter, dem Obmann Robert Delsnig und dem Schriftleiter Ingenieur Peter Brenner haben wir heute auch noch zwei Bürgermeister unter uns, nämlich den Altbürgermeister von Möbling Franz Reiner und den Bürgermeister Diplom-Ingenieur Bernd Krasnick. Herzlich willkommen am Sommerfest. Vor 30 Jahren ist sie das erste Mal bei uns aufgetreten und ich glaube, ohne zu übertreiben, um sagen zu können, sie ist die beste Harfenistin in Kärnten, Eveline Schuler. Stellvertretend für alle anderen, die natürlich herzlich willkommen sind, möchte ich die weitgereistesten aus Deutschland begrüßen, Familie Wenzel, die Tochter von unserer Mundartdichterin Maria Krasnitzer mit Ehemann, recht herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und literarisch-musikalische und gesangliche Stunde. Ich muss gleich den Boden.